Ja, Herr Zinnecker, herzlichen Dank erstmal, dass Sie uns hier auch mit einem Vortrag unterstützt haben. Sie sind CIO bei der BKW Energie AG. Was sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden Anforderungen und Herausforderungen der Digitalisierung auch an die IT-Organisation? Die wichtigsten Herausforderungen sind sicherlich mal sich bewusst werden, wo man als eigene IT-Organisation steht, dass man auch nicht versucht, das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern auf der einen Seite immer eine traditionelle Umgebung hat, die auch noch weiterhin pflegt, aber auch die neuen Herausforderungen des Unbekannten, der Schnelligkeit, der Agilität in die Organisation einbringt und sich auch vom Führungsstil her loslöst, von klar direktiver Führung, dass man auch sagt, alle Entscheide müssen zentral gefällt werden, dass man da loslässt und viel mehr auch sich versucht zu lösen von klaren Entscheiden hin zu Guidance geben. Verstehe. Und das ist die große Herausforderung jetzt auch für die Zukunft, der Sie sich stellen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil sie an jeden einzelnen Mitarbeiter wendet, auf der einen Seite, aber auch ganz, ganz stark. Oder vielleicht noch viel stärker an die Führung, dass man versteht, dass die mitziehen, vorleben und der Kulturwandel einläutet und auch wirklich den Kulturwandel lebt. Was mich interessieren würde, wenn wir uns hier vielleicht in ein oder zwei Jahren wieder treffen und dann schon ja Sie vielleicht auch über Lessons Learned, über vielleicht auch dann Ergebnisse in 2019 oder 2020 berichten könnten. Gerne. Wollen wir das machen? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen herzlich. Danke. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.